Der Himmel ist blau, die Sonne lacht und das ist eine selten dämliche Einleitung zu Folge Nummer 3 von Ride to Gibraltar Second Try. Ich liebe es, wie der Frühling erwacht und die Natur so langsam wieder zum Leben kommt, auch auf diesem etwas unwirklichen Ort, an dem ich morgens mit meinem Hund Lenny die Runde mache. Hier nämlich auf dem wunderschönen alten Zechengelände in Neukirchen-Flüen, wo immer noch keiner weiß, was damit passieren soll und immer mehr der Verfall und die Vandalen hier Einzug erhalten. Schade drum. In der letzten Folge habe ich ja ganz vollmundig angekündigt, dass es ich packe meinen Koffer und Routenplanung ein bisschen detaillierter gehen wird. Das werde ich in dieser Folge ein bisschen komprimieren müssen, denn ich habe keine Zeit mehr. Ich hatte ursprünglich gedacht, ich fahre am 1. Mai los und ich hätte dann nochmal irgendwie so 2-3 Folgen sicherlich vor dem Abfahrtstermin aufnehmen können. Ich werde jetzt schon 4 Wochen früher losfahren, nämlich nicht am 1. Mai, sondern am 2. April. Also knapp 4 Wochen früher geht es dann los. Und ganz besonders freue ich mich darauf, ich werde die erste Tagesetappe auch nicht alleine fahren, denn es haben sich 3 Mitstreiter mir angeschlossen für die erste Tagesetappe, die uns dann leider nicht zum Wohnwagenpalast in Deutsch führen wird. Die erste Tagesetappe wird uns nach Namur, also zwischen Namur und Dinant führen. Wir brauchen natürlich, wenn wir zu 14 sind, auch eine etwas andere Behausung. Und ich glaube, da habe ich was Passendes gefunden. Wie wird die Tour dann weitergehen? Im letzten Jahr bin ich ab dieser Stelle mehr oder weniger Richtung Westen gefahren, Richtung Südwesten, unterhalb von Paris durch und dann Richtung Bordeaux. Das war mehr oder weniger Luftlinie. Und dann bin ich erst Richtung Süden abgeknickt und in diesem Jahr werde ich es etwas anders machen. Ich werde nämlich von der schwimmenden Behausung direkt Richtung Süden fahren, um dann irgendwann Richtung Westen abzubiegen. Genau wo, weiß ich gerade noch nicht. Ich habe jetzt die ersten 5 Tage meiner Tour soweit fertig. Und unterwegs aus werde ich dann die nächsten Etappenziele weiter planen. Wo ich auf jeden Fall vorbeifahren werde, was ich mir fest vorgenommen habe, ist an der Stelle, wo ich liegen geblieben bin. Das ist die zweite Startlinie, die gilt es jetzt zu passieren in diesem Jahr und dann zählt es eigentlich erst richtig. Also wenn man so will, im letzten Jahr bin ich ja ab Neukirchen-Flüen direkt gestartet und habe gesagt, das sind alles Bonusmeilen, die jetzt dazukommen. In diesem Jahr ist es ein bisschen anders, weil da der innere Schweinehund doch sagt, da musst du dran vorbei und musst einfach dir selber nochmal beweisen, jetzt geht es tatsächlich weiter. So gespannt, wie weit ich in diesem Jahr komme. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass der Motor ein bisschen länger halten wird. Zum Thema, ich packe meinen Koffer, ich habe auch einiges an Ersatzteilen mit.
Im besten Fall bleibt die Kiste auf den 6000 Kilometern komplett zu. Aber wie ist es mit der Ersatzteilen? Besser haben wie brauchen. Ihr könnt mir gerne unten mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr meint, was ich noch vergessen habe und was ich in jedem Fall einpacken sollte. Wie geht die ganze Nummer jetzt hier nun weiter? Zunächst einmal der kurze Hinweis auf den Song, den ihr bis vor ein paar Sekunden gehört habt. Der ist von der Band The Arcs und heißt Put a Flower in Your Pocket. Steck eine Blume in deine Tasche. Ein sehr passender Soundtrack zum Frühlingsanfang, wenngleich jetzt, wie ihr seht, das Wetter nicht mehr ganz so prall ist. Heute ist Dienstag, Samstag geht's los, also wirklich nur noch ein paar Tage bis dahin. So ein, zwei Sachen sind noch zu erledigen. Also die Vespa läuft, Gepäck ist soweit schon vorbereitet und gepackt und durchgezählt, alles was ich brauche. Lange Unterhose und Regenpelle ist fürs Wochenende auf alle Fälle Pflicht. Wenn alles gut geht, kommen wir trockenen Fußes auf der Hinfahrt dort an. Sonntag soll es dann wahrscheinlich schon regnen, 40% Regenwahrscheinlichkeit in der Mühe. Gut, aber davon lasse ich mich jetzt nicht aufhalten, davon lassen wir uns nicht aufhalten. Ich bin im letzten Jahr auch mit viel, viel mehr Regen fertig geworden und das soll mich jetzt nicht schockieren. Und davon lasse ich mir vor allen Dingen nicht den Spaß versauen. In Folge 4 werde ich euch von dem Kahn berichten und der Reise Richtung Namur, also zur schwimmenden Unterkunft. Und vielleicht stelle ich euch auch die Jungs mal vor, die mit mir auf der ersten Etappe unterwegs sein werden, die mich begleiten. Alles, was ich jetzt zu sagen habe, ist nur noch: Ich freue mich über jedes Feedback, was ihr mir da lasst. Also gerne einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, je nachdem, ob ihr den ganzen Unsinn hier gut oder schlecht findet. Über jedes Abo freue ich mich und dann sehen wir uns in Folge 4 aus Belgien wieder. Bis dann. Ciao.